Wir brauchen Minen und Hindernisse die ganze Küste entlang. An jedem Strand, in jeder Düne, auf jeder Klippe. Wie viel sind bis jetzt ausgelegt worden? Annähernd 4 Millionen, Herr Feldmarschall. Bis zum Mai müssen es 6 sein. 6 Millionen. Unsere Männer stehen dauernd im Einsatz, Herr Feldmarschall. Von Ausbildung oder Ruhe kann überhaupt nicht mehr die Rede sein. Die Truppe ist völlig erschöpft. Mein lieber Herr von Salmwolf, was möchten Ihre Männer wohl lieber sein? Erschöpft oder tot? Sehen Sie sich das mal an, meine Herren. Wie ruhig, wie friedlich das ist. Ein schmaler Streifen Wasser zwischen England und dem Kontinent, zwischen den Alliierten und uns. Aber hinter diesem friedlichen Horizont ein Ungeheuer. Eine geballte Masse von Menschen, Schiffen und Flugzeugen. Das lauert nur darauf, auf uns losgelassen zu werden. Aber, meine Herren, nicht ein Mann der Alliierten soll diesen Strand erreichen. Nicht ein Soldat der Alliierten wird hier ans Ufer gelangen. Diese Invasion, meine Herren, wann und wo sie auch immer kommen mag, da. Genau da an dieser Wasserlinie. Genau da werde ich sie bereits zerschlagen. Glauben Sie mir, meine Herren, die ersten 24 Stunden dieser Invasion werden entscheidend sein. Das wird für die Alliierten, aber auch für die Deutschen der längste Tag werden. Der längste Tag. Feldmarschall. Morgen lang. Was Wichtiges? Nicht viel. Jagdbomber haben gestern Nachmittag am Pas-de-Calais angegriffen. Heute Nacht keine besonderen Vorkommnisse. Dieser Sturm. Ja, das Wetter, das Einzige, was mich heute früh interessiert. Dieser Sturm, auf einmal war er da, wie aus dem Nichts, ganz plötzlich. Er hat mir alle meine Rosen heruntergefegt. Wellenhöhe im Kanal 1,5 Meter, Windgeschwindigkeit 50 bis 60 Stundenkilometer. Die Luftwaffe sagt, dass das für den Monat Juni der schwerste Sturm seit 20 Jahren über dem Kanal war. Hat Berchtesgaden bestätigt, dass ich zum Vortrag erwartet werde? Bis jetzt noch nicht, Herr Feldmarschall. General Jodl ist heute beim Führer. Wir werden verständigt, sobald der Termin festliegt. Wollen Herr Feldmarschall trotzdem nach Deutschland fahren, wie geplant? Da können Sie sich einen besseren Zeitpunkt vorstellen, Lang? Das Wetter soll noch eine ganze Woche so stürmisch bleiben. Wie jetzt. Haben Sie sie? Jawohl, Herr Feldmarschall. Geben Sie mal her. Schuhe. Für meine Frau. Habe ich extra in Paris anfertigen lassen. Für ihren Geburtstag. Morgen. Am 6. Juni. Ergebensten Glückwunsch an die junge Frau, Herr Feldmarschall. Danke Ihnen, Spider. Ich verstehe nicht, warum die nicht im Mai angegriffen haben. Die Wetterlage war genau richtig. Gezeiten ebenfalls. Und jetzt? Das wäre allerdings unangenehm, wenn sie ausgerechnet jetzt kämen. Fahren Sie los. Ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Danke, Liebe, die sind ja wunderbar. Probier erst mal, ob sie auch passt. Mhm. Ah. Ja, hier ist Rommel. Ah, guten Morgen. Was? Was? Wo? Normandie? Haben Sie sich schon am Strand festgesetzt? Sie müssen unter allen Umständen zurückgeworfen werden. Was ist mit der Panzerreserve? Hat von Rundstedt schon die Freigabe vom Führerhauptquartier erreicht? So. Ja. Jawohl. Normandie. Normandie. Wie dumm von mir.